Der 1. FC Nürnberg hatte beim diesjährigen internationalen WSG Wattens Nachwuchscup das beste Ende für sich. Der Club setzte sich gegen die starke internationale Konkurrenz schlussendlich souverän durch. Die 16. Auflage des beliebten U11-Turnieres durfte sich an zwei Spieltagen über perfekte äußere Bedingungen freuen. Die Vorrunde wurde, wie schon im vergangenen Jahr, auf der Sportanlage der Nachbargemeinde Volders ausgetragen. Unter den interessierten Zusehern waren auch Tiroler Sportgrößen wie Akademieleiter Roland Kirchler und TT-Sportchef Florian Madl. 12 Teams kämpften am ersten Tag des Turniers in insgesamt 30 Gruppenspielen um Punkte und Tore. Ein dickes Ausrufezeichen setzte die U11 der WSG Swarovski Wattens. Die Mannschaft von Harald Juth und Dragan Klaric holte in der Vorrunde sensationelle 4 Punkte. Leider reichte es aufgrund der schlechteren Tordifferenz am Ende trotzdem nur für den 6. Rang in der Gruppe. Trainer Harald Juth war voll des Lobes für seine Mannschaft, aber auch für die Konkurrenz. War absolute Topleistung. Ja, es war überhaupt generell das ganze Turnier Wahnsinn. Es ist 16. Turnier und trotzdem bin ich immer wieder überrascht, was für Tempo, was für Gegner. Und wir haben das jetzt zusammengebracht, dass unsere Gruppe eigentlich spannend war. Wir haben einen Sieg, wir haben einen Unentschieden, durch das ist das Ganze noch spannender geworden. Also Wahnsinn, die Leistung unserer Kinder, also sensationell. Ich bin happy, glücklich, einfach geil gewesen. Ja. Auch Torhüter Moritz Schraffel und Kapitän Clemens Hauser bilanzieren zufrieden. Also ich finde, wir haben ganz gut gespielt. Es ist halt schade, dass wir mit 4 Punkten Letzter geworden sind. Wir haben eine gute Leistung hingelegt und ich bin sehr zufrieden, weil sie haben einfach gut gekämpft und hinterhergelaufen und ja, es hat Spaß gemacht. Am Ende der Gruppenphase freuten sich Chievo Verona, der FC Luzern, die TSG Hoffenheim und der 1. FC Nürnberg über den Einzug ins Semifinale, das am Samstagvormittag im Wattener Gernot-Langes-Stadion über die Bühne ging. Die Spiele waren von starken Defensivreihen geprägt. Der FC Luzern setzte sich nach einem 0:0 in der regulären Spielzeit erst im 8-Meter-Schießen durch. Der 1. FC Nürnberg bezwang Hoffenheim im deutschen Duell mit 2:0. Auch das große Finale wurde von Taktik bestimmt und so reichte dem Club aus Nürnberg ein toller Spielzug zum viel umjubelten Turniersieg. Zahlreiche Ehrengäste, darunter WSG-Präsidentin Diana Langes und Wattens Bürgermeister Thomas Obersteiner, gaben sich bei der anschließenden Preisverteilung die Ehre und lobten vor allem die tolle Organisation des Turnieres. Auch WSG-Wattens Nachwuchsleiter Robert Tomsche zog positiv Bilanz. Es war wieder ein sensationelles Turnier, hochklassig. Man hat gesehen, in den Gruppenspielen sehr ausgeglichen. Also das dort wirklich um die Tordifferenz. Teilweise die Tordifferenz hat entschieden, wer ins Finale kommt oder nicht. Es ist wie jedes Jahr einfach ein Traum, den jungen Fußball dann auf die Beine zu sehen. Wie in jedem Jahr schaffte es die WSG Wattens erneut, ein großartiges U11-Turnier auf die Beine zu stellen. Die Planungen für das kommende Jahr sind bereits jetzt schon in vollem Gange.